Ein Vierteljahrhundert Begegnung, Beratung und Selbsthilfe in Frankfurt-Oder. Und wo sollte das besser gefeiert werden als auf der Wilhelmshöhe? Da, wo nebenan auch nach der Wende das Haus der Begegnung errichtet worden war. Am 14. Dezember kamen sie alle nach Frankfurt-Oder, um zum 25. Jubiläum zu gratulieren. Freunde, Förderer, Unterstützer. Das Festprogramm bot ausreichend Gelegenheit, nicht nur zu feiern und nach vorne zu blicken, sondern auch noch einmal an die Anfänge und die bewegenden ersten 2,5 Jahrzehnte zu erinnern. Dazu hatte die aktuelle Kontaktstellenleiterin Angela Henkel ihre 3 Vorgängerinnen auf die Bühne geladen. Wie kommt man überhaupt dazu, Leiterin eines Hauses der Begegnung zu werden? Und da kann ich Ihnen sagen, wir feiern heute Geburtstag eines Kindes. Und genauso bin ich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ilona Nagel war die Frau der ersten Stunde in Frankfurt. In der aufregenden Wendezeit behielt sie die Übersicht und legte den Grundstein für die erfolgreiche Arbeit des heutigen Begegnungs- und Beratungszentrums. Der damalige Frankfurter Sozialdezernent und bekennende Selbsthilfefan Christian Gilsen hatte sie einfach ins kalte Wasser geworfen und es funktionierte. Sie hat mich sofort fasziniert. Das ist eine Frau mit einer großen Ausstrahlung. Da habe ich gewusst, das ist die Richtige. Der Staat, auf den kann man sich nicht verlassen, ob das DDR war oder Bundesrepublik, sondern die Menschen müssen sich selber helfen. Und dazu war dieses Haus da. Die Schwierigkeit war, glaube ich, insbesondere dieses Haus auch für die Öffentlichkeit zu erschließen, dass es angenommen werden konnte. Es war was Neues in dieser unruhigen Zeit und natürlich alles, was Neues, wurde misstrauisch beäugt. Und dieses Haus erstmal zu füllen mit Öffentlichkeit und dieses dann auch am Leben zu erhalten, das war sicherlich eine Herausforderung und eine besondere Schwierigkeit, aber auch eine, die besonders Spaß gemacht hat. Als ich 1991 von der Amtsärztin Frau Dr. Kiene dazu berufen wurde, eine Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen zu gründen, wusste ich so gut wie nichts über diese Arbeit. Und meine Frage, was soll ich tun? Sie mit Ihrem sozialen Touch, Sie werden es schon machen. Mitte der 90er Jahre zog sich Ilona Nagel von ihrem sozialen Baby zurück, um sich um ihr eigenes Leibles zu kümmern. Hannelore Hirschfeld übernahm mit viel Herz und Verstand und immer einem offenen Ohr für die Selbsthilfegruppen. Sie hat uns immer unterstützt. Unsere Gruppe ist ja schon ein bisschen älter als das Haus. Wir sind 28 Jahre alt. Und zu Beginn war es so, dass sich Männer und Frauen extra getroffen haben. Also jeder hat für sich so rumgewurschtelt. Und nach einer Weile haben wir dann gesagt, nee, geht gar nicht. Männer und Frauen müssen zusammen. Und sie hat uns dann ermutigt. Und im Haus der Begegnung, sie hat uns immer unterstützt. Sie hat uns geholfen. Fahrten, ob es DRK hat uns geholfen. Öffentliche Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit war. Also es war immer alles sehr toll. Wir haben alles genutzt, was uns Hilfe geboten hat. Ich sage ja, wir waren wie so eine Spinne, die überall ihre Arme ausgebreitet, um nur was für die Selbsthilfe zu gewinnen. Also wir waren alle mit voller Begeisterung dabei. Nach der Jahrtausendwende kam die Musik- und Kulturmanagerin Monika Linde in das Haus der Begegnung nach Frankfurt. Und sie fand hier nicht nur Nestwärme vor, sondern auch hervorragende professionelle Strukturen. Dadurch, dass alles so unheimlich toll organisiert war, konnte ich eigentlich gleich richtig loslegen. Eigentlich ist jeder Tag so ein Highlight im Haus, weil man bekommt so viele Menschen zu sehen, beziehungsweise die bei uns Hilfe suchen und die nicht wegschicken zu brauchen, nicht wegschicken, einfach um ihnen helfen zu können. Das ist eigentlich immer das Beste und das Größte eigentlich, was jeden Tag passieren kann. Auch in Frankfurt-Oder ist die Selbsthilfe längst mehr als nur im Stuhlkreis sitzen oder Kaffee trinken. Mit der Modenschau zeigte die XXL-Selbsthilfegruppe einen selbstbewussten Umgang mit der eigenen Größe, ganz curvy und couragiert. XXL, Modenschau, Bewegung, Selbstwertgefühl. Ich komme zu mir, ich erfahre schöne Dinge, ich kann lachen, ich wachse in meinen Möglichkeiten. Genau das ist das Thema und so erlebe ich die Frauen. Die sind einfach lachend dabei und packen ihre Probleme praktisch an und besser kann man es nicht zeigen. Auch Josefo, die junge Selbsthilfe Frankfurt-Oder, zeigt ihr neuestes Programm. Ein Theaterstück, das die verschiedenen Aspekte der Selbsthilfe wie Krankheit, Sucht oder Angst behandelt und mit dem die Kontaktstelle seit September auf Tour ist. Wo sind die Kartoffeln? Ah, im Keller. Und was war dein Auftrag? Die Kartoffeln aus dem Keller holen. Und? Ha? Ich hab's vergessen. Vergessen? Du bist ein Schisser. Du hast Schiss. Die Glühbirne ist kaputt. Dann nimmt man die Taschenlampe. Die hab ich nicht gefunden. Raus!
Das Theaterstück, was wir gerade gesehen haben, planen wir noch mehrere Male aufzuführen in 2017. Wir wollen in Oberstufenzentren, wir wollen in Sportzentren, wir wollen in die Bundesjugendagentur, sind schon in Verhandlungen und wollen mit dem Stück durch Frankfurt gehen. Eine Tombola zur Geschichte des Hauses in Frankfurt-Oder. Und natürlich durfte am Ende auch der hauseigene Chor nicht fehlen. Die Kontakt- und Beratungsstelle im Haus der Begegnung zeigte zum 25-jährigen Jubiläum all ihre Facetten und Angebote. Ich möchte ja so gerne noch bleiben, aber der Wagen, der rollt. Mir ist erst später klar geworden, auch heute noch mal sehr deutlich geworden, dass hier ja mehr ist als Kontaktstelle. Also in Potsdam zum Beispiel, da war mir das schon immer klar, ne? Also Begegnungszentrum und so, das ist mir hier erstmal auch heute wieder so richtig deutlich geworden, dass sie ja viel mehr machen, als nur die Selbsthilfe zu unterstützen, ne? Und da muss ich sagen, Hut ab, das so engagiert zu machen, das kostet ganz schön viel Kraft. Und so viel Einsatz muss auch gewürdigt werden. Nicht nur von den Kassen als Unterstützer und Förderer von Projekten, sondern natürlich auch von der Stadt. Es war wirklich sehr beeindruckend, was hier über die vielen Jahre hinweg geschaffen wurde. Über 60 Selbsthilfegruppen sind hier im Hause oder werden im Hause betreut. Und das ist wirklich aller Ehren wert. Wir haben das ja vorher Woche schon erlebt, als wir in kleinerer Runde ähnlich hier bei Kaffee und Kuchen zusammensaßen und Dietmar Woidke dabei war. Es hat sie also auch bis Potsdam herumgesprochen. Einen Frankfurter Glückshahn und Blumen als Anerkennung vom Oberbürgermeister höchstpersönlich. Denn ohne die vielen Engagierten, ehrenamtlich, freiberuflich oder angestellt, wären 25 Jahre Beratung, Begegnung und Selbsthilfe in Frankfurt-Oder nicht möglich. Ich habe auch gesehen, dass jeder Einzelne sich angesprochen gefühlt hat. Sie haben sich wiedererkannt in ihrem Leben. 25 Jahre heißt 25 Jahre Selbsthilfe. Und wir haben viele ältere Gruppen. Und sie haben gestaunt, sie haben gelacht, sie haben die Augen aufgemacht und haben, ja, hier bin ich. Und sie haben sich wiedererkannt. Und das ist einfach toll. Blieb am Ende nur noch eine Frage offen. Wohin mit den vielen Blumen? In unserem schönen Haus finden wir für Blumen immer Platz. Das ist Gemütlichkeit und das ist wichtig für unser Haus.